Karel Gott war ein herausragender Musiker und Sänger. Ein Mann mit liebevollem Humor, verehrt der Geistliche im Prager Veitsdom, Karel Gott. Und an den Herren oben noch ein Wunsch, predigt er weiter. Lass ihn weiter singen. Suche ihm die besten Musiker aus, damit er deine Engel mit seinem Gesang beglücken kann, mit seiner göttlichen Stimme. Auch dir, Gott im Himmel, empfehle ich seine Konzerte. Und dann erklingt seine Stimme. Der Sarg wird aus dem Veitsdom getragen. Spätestens jetzt haben fast alle Freunde und Weggefährten in Prag Tränen in den Augen. Auch für seine Frau Ivana und die Töchter ein bewegender Moment. Tausende sind gekommen, auch aus Deutschland, um sich von ihrem Idol zu verabschieden. Karel ist so ein Herzensmensch gewesen. Also bei ihm war einfach alles echt. Das kann man nicht anders sagen. Er war ein wunderbarer Künstler, ein toller Sänger, aber vor allen Dingen einfach ein fantastischer Mensch. Er war bestimmt mein Mentor. Wenn ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich möchte genauso wie er sein. Und ich habe das große Glück, dass ich war von ihm mein Duettpartner. Und er ist ein Mensch und das war ein Genuss, mit ihm nicht nur zum Singen, auch mit ihm zu reden. Er war über alles informiert, das war ehrlich ein Sir. Der heutige Tag, Staatstrauertag in Tschechien. Ein Blumenmeer vor Karel Gotts Haus in Prag-Smíchov. 50.000 Menschen kamen gestern zu seinem aufgebahrten Sarg, um sich zu verabschieden. Und Tausende auch heute, um ihnen ein letztes Naskledano zu sagen. Er war ein wunderbarer Mensch, er war ein wunderbarer Maler. Er ist ein Gott in seiner Art gewesen und der liebe Gott hat ihn nun geholt. Es wird keinen Menschen geben, der ein schlechtes Wort über Karel sagt. Er ist überall beliebt gewesen und nicht nur Prag trauert, auch Deutschland. Sein letztes Lied auf seiner letzten Fahrt. Wenn von den Bergen die Glocken läuten. Ein letzter Applaus und Tränen für den Mann, der ganze Generationen mit seinen Liedern so glücklich machte.